Ramesh Shottam fragt nicht, was ist Indisch, was ist Jazz, was ist Rock. Er spielt einfach, er trommelt, er kreiert Sounds und ist gerade wieder von großen Reisen nach Köln zurückgekommen. Weltoffen sind auch Pianist Matthias Frey, der selber Weltmusikfestivals organisiert, und der vielseitige Cellist Christopher Herrmann. Begrüßen wir Sie, unsere Special Guests außer Konkurrenz, Frey, Herrmann, Shottam.
Schönen guten Abend, Matthias Frey am Klavier. Und einer der ungewöhnlichsten Cellisten, den ich kenne, Christopher Hermann aus Frankfurt. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Dankeschön. Matthias Frey, Christopher Herrmann. Rame Schottern. Ich bin eigentlich Ex-Dortmunder. Ich habe hier in der Achse Jahren gelebt. Damals waren die Dortmunder Musikliebhaber rhythmisch sehr fit. Und ich denke heute noch. Testen wir mal. Ganz einfach ein 7/4-Rhythmus. Da geht diese Seite. Da geht Takke Dimmi. Da geht Dimmi. Da geht Da geht Da geht Da geht Da geht Takke Dimmi. Takke Jönne. Da geht Super, ein bisschen schneller. Takita, takke, dimmi. 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 Takke, jön. Takita, takke, dimmi. Takke. Takita takka dimmi, takita takka dim. Takka dik 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 dik. Dankeschön.
Christopher. Danke dir, Nadim. 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 Tadim, 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 dim, 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 dim. Danke, Dina, das Ding, ja, danke, Dina. Irgendwas. Tadi genaku, 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 tadi genaku. Thank you.
Die Juroren, sie haben die Musik wirken lassen, ihren Sachverstand, ihr Gefühl. Sie haben nach Kriterien gearbeitet, 3 Tage lang. Und jetzt bitte ich Sie auf die Bühne. Die Juroren, Annette Heid von der Werkstatt der Kulturen. Simin Samawati, Preisträgerin der Bundeskreole. Michael Batt, Musikreferent der Stadt Dortmund. Ulrich Doberenz, Direktor des großen Festivals TFF Rudolstadt. Ralf Zinnikus, Kulturdezernent Düsseldorf. Und die Juryvorsitzende Rita Viehoff von den Kultursekretariaten NRW. Außerdem bitte ich auf die Bühne zum Überreichen der Preise vom Landesmusikrat NRW, dem Veranstalter, dessen Präsident Reinhard Knoll und Generalsekretär Robert von Zahn. Außerdem bitte auf die Bühne Claudia Kokoschka, die Leiterin des Kulturbüros von Dortmund. Sie überreicht den Sonderpreis des Unternehmens DW21. So, jetzt meine Frage an die Juryvorsitzende Rita Viehoff. Wie waren die 3 Tage, bevor Namen genannt werden? Wie sollen die sein? Wie für alle, die, glaube ich, beteiligt waren. Aufregend, unglaublich anregend, energiereich, anstrengend und mit ganz vielen Höhen und Tiefen, mit ganz vielen, einer riesen Bandbreite, vor der wir gestanden haben. Und unterm Strich haben wir vorhin nochmal alle gesagt, es hat ganz großen Spaß gemacht. So, jetzt wollen wir wissen, wer bekommt einen Preis? Es gibt 2 plus 1, also 3. Wer bekommt einen Preis und warum? Ja, wir haben es uns natürlich nicht leicht gemacht. Wir haben wirklich heftig diskutiert, an jedem Abend, noch sehr lange nach dem letzten Konzert jeweils und vorhin eben dann auch nochmal wieder. Aber um nicht alle länger auf die Folter zu spannen, einer der beiden Hauptpreise Kreole 2015 geht an ein Ensemble, dessen stringente Dramaturgie des 20-minütigen Auftritts die Jury völlig überzeugt hat. Der jung wirkende Auftritt des 9-köpfigen Ensembles ist professionell und stimmig gewesen. So wird der erste Kreole-Preis verliehen an das Royal Street Orchestra. Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch an das Royal Street Orchestra mit den Vertretern hier. Christopher Huber, Cellist Cornelius Thiem und Gitarrist Christopher Esch. Es gibt noch einen Preis. Hab ja gesagt, ich bin in alle verliebt, ne? Es gibt noch einen Preis. Es gibt noch 2 Preise. Es gibt noch einen weiteren Kreole-Preis 2015 NRW. Die Jury ist sich einig, dass bei diesem Ensemble der kreolische Gedanke am stärksten ausgeprägt ist. Das Zusammenspiel von Oud und Saxophon ist bezwingend und setzt Maßstäbe. Man spürt die große Erfahrung der Musiker und ihre Freude an der Kommunikation. Gewonnen hat ebenfalls Kreole 2015 das Trio
Klare Bektaş-Ak. Herzlichen Glückwunsch! Klare Bektaş-Ak, ist jemand da von euch? Jan Klare, Feti Ak, Ahmet Bektaş? Dann nehme ich den Preis. Okay. Ah, da kommt jemand. Es kommt jemand von Klare Bektaş-Ak. Wenn ich richtig gucke, ist das Hüseyin Ak, der Bruder von Feti, der ihm Darbuka-Trommeln beigebracht hat. Stimmt's? Und nun gibt's, herzlichen Glückwunsch. Und nun gibt's den Sonderpreis, gestiftet vom Dortmunder Unternehmen DEW 21. Genau, der Sonderpreis in diesem Jahr kann wie immer etwas festgelegt werden. Also die Jury hat da freie Hand zu sagen, wir konzentrieren uns bei der Vergabe auf ein bestimmtes Kriterium, von dem wir denken, das hat eine besondere Auszeichnung verdient. Authentizität und Originalität sind ihre besonderen Eigenschaften. Die durchaus gegensätzlichen Musiker verbinden ihre Fähigkeiten mit Experimentierfreude und großem Mut. Die Jury erkennt ihnen deshalb den Sonderpreis der DEW 21 zu. Cats and Fruits! Herzlichen Glückwunsch, Cats and Fruits, Katz und Obst, Katie Sedna und Herr Weber. Herzlichen Glückwunsch, Martin. Ja, danke schön für. Der Preis wurde überreicht von Claudia Kokoschka. Damit ist die Kreole NRW 2015 fast zu Ende. Es war ein großes Fest globaler Musik. 10+2 tolle Bands. Nochmal Applaus für alle Bands. Die Kreole wurde veranstaltet vom Landesmusikrat. Wettbewerbsleitung hatte Dr. Robert von Zahn. Und ich bitte jetzt noch auf die Bühne die Kuratoren der Kreole, Andreas Häuser und Kasim Çalışkan. Wir haben gefeiert in der wunderbaren Location Domizil. Vielen Dank an Waldo Riedl und stellvertretend bitte ich Amanda Matzka auf die Bühne, stellvertretend für die gesamte fleißige Crew. Amanda.
vielen Dank für Ton und Licht, Dennis, Gregor, Andreas, für die Menschen an der Bühne, für Catering, Bar, Gastronomie. Danke an alle Juroren, an die Stadt Dortmund, ans Kulturbüro, Claudia Kokoschka, an die Werkstatt. Nochmal. An die Werkstatt der Kultur in Berlin, an die Kultursekretariate Nordrhein-Westfalen, großer Dank. An das Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport Nordrhein-Westfalen. An WDR 3, Musikkulturen, Werner Fuhr. Alle Konzerte werden gesendet am 15. und 16. Oktober im Radio, im WDR 3 Konzert. Vielen Dank an die Grafikagentur Gestaltend für die Programmhefte. Und jetzt bitte ich noch auf die Bühne Hedwig Otten. Vielen Dank an Hedwig Otten Musikprojekte Köln für die Gesamtorganisation. Den allergrößten Dank. Und den allergrößten Dank an die Musiker. Danke auch an Sie, ganz besonders, liebes Publikum. Ja. Ein Fan hat auf Facebook gepostet: Kreole, ich will ein Kind von dir. Ich sage, ich auch. Und es soll heißen: Kreole 2017. Ja.